Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des D2D. Wir machen jetzt die Tür auf, wie versprochen. Immer noch spät, gibt's doch gar nicht. Und jetzt kriegen wir geknackt. Jetzt sehen wir da hinten schon einen Flur. Eine Treppe. Wo geht die wohin? Ich weiß nicht, bei mir sind die Zombies die Tür einfach eingerannt. Ja, hier brennt Licht. So. Trauma. Da geht's hoch. Wo geht's hier raus? Das mit dem Raum. Ah, das war doch im Raum die der Boden, wo es so komisch aussah. Das war doch so eine Art Tür. Das ist ja im Grunde perfekt, normalerweise, wenn du überlegst, dann bist du unten im Keller, dann bist du halbwegs sicher, ne? Aber das Gebiet ist blöd. Aber warum bist du auch im Keller eine Falle? Das kommt auch noch dazu. Das ist das nächste Problem. So, wir fahren jetzt zurück. Wir haben 16:25 Uhr. Das ist jetzt höchste Eisenbahn. Aber mehr ist hier eh nicht zu holen. Gut, wir haben es nicht für den Helm. Mal kurz gucken auf den Plan, wo wir hin müssen. Das da Händler. Dann geht es hier zurück. Muss ich gerade mal kurz mal gucken, ob wir die richtige Richtung fahren. Weil ich bin noch nicht Profi. Ich meine, ich fahre in die verkehrte Richtung. Ja, seid doch. Und dann haben wir ein Problem, ne? Also, als Wüste. Ach gut, man hätte auch sehen können, ne? Dass da im Prinzip die Bäume grün sind, ne? So, dann werden wir den nächsten Kühler einschmelzen. Das heißt nochmal 50 Schuss. Also Klimaanlagen, das kann man sich also auch merken. Abbauen. Den lassen wir da laufen. Oh, wieder ein schönes Klima. Ich muss zurück, ich muss mich heilen. Ja, und dann bauen wir noch ein bisschen an der Base. Wie gesagt, unten habe ich angefangen mit Beton. Und dann wird man sehen, dass wir das noch hinkriegen mit dem Kram in die Ecke, damit wir da ein bisschen safe sind. Wildschwein? Oh. Geh doch mal gerade. Kann doch kein Mensch treffen. Apropos Müll. Ein Punkt wieder bloß. Gibt's doch gar nicht. Ich brauche doch mehr. Ich muss ein bisschen Plunder entsorgen, Anführungszeichen. Und zwar Holzfeuer. Quest haben wir aktuell, glaube ich, keine Zeit. Holz, da können wir zerlegen. Basketballmütze. Lederpanzer. Immer raus. Brauchen wir Platz für ein Schwein. Das sieht gut aus. Machen wir zu Hause. So, Messer. Messer. Messer, Messer. Wo haben wir das hier? Habe ich den rausgenommen? Da, Messer. Gut, da hätten wir eine Axt genommen. Wäre das Ergebnis nicht so gut. Aber
Armut gesichert. Oh, wie schön. Blutiges Fleisch. Muss man näher sein, ne? So, und dann gucken wir ganz kurz im Plan. Und zwar, wo müssen wir hin? Aha. Was ich nicht verstehe, das muss eine andere Karte sein. Denn, ja, ist halt so, ne? So, dann fahren wir den Weg lang da. Wir müssen ja keinen Umweg fahren. Jetzt haben wir schon 17 Uhr, 8, die Zeit vergeht so schnell. Hier wäre auch so ein schönes Haus gewesen übernehmen, aber leider, ja, hat auch Nachteile, ne? Also, immer viel bauen müssen. Und, ja gut, Rohstoffe wären auch sicherlich in der Nähe gewesen. Aber man muss sich am Anfang entscheiden, ne? Man hat immer keine Zeit. Gut, man kann immer wieder umziehen, das kann man machen. Hier auch mal gewesen. Da gibt es einen Chemietisch übrigens, ne? Also die sind gelevelt, brauchen die heute nicht mehr. Munition sparen. Oh. Sei gegrüßt. Bäume fällen irgendwann noch bei Gelegenheit, die da rumstehen, bei mir im Haus. Dann können wir auch noch ein bisschen XP kriegen und wir haben bessere Schussfreiheit. Da kriegt schon einer, das Wasser ist da hinten, da kannst du schwimmen. Brauchst hier nicht trocken schwimmen. Tag. Vielleicht zwei, drei, zwei gesehen, na gut, zwei. Ja, machen wir das Spiel, volle Power und jetzt also wir, ne, na gut, ein bisschen reduziert. Bringt ja nichts, wenn die Grafikkarte bei 70, 8, 75 Grad ist, das ist ungünstig. Ja, da muss man ein bisschen was besorgen, ne? Also Händler hat meistens auch was zu Büchern und so. Aber ob das richtige Buch für mich hat, Bibliothek muss man mal wieder finden, aber gut, eine zweite oder so. Dann mal eine Stadt fahren, wo es Frost ist. Ich muss meine Basis weiterbauen. Sonst haben wir ein Problem. Wir müssen die Dinger sind mal Eisen schon mal Produktion, das ist immer gut. Und da können wir sofort anfangen mit Produktion von diesen Eisenfallen. Das dauert ja eine Weile. Kann ja die Werkbank machen nebenbei. Und schauen wir mal. Erst am nächsten Dings einschmelzen, unser nächsten Kühler. Und mal schauen, vielleicht finden wir noch woanders Kühler, ne? Hier war Bibliothek, hier haben wir gut geholt, also wirklich gut. Ob das wiederkommt? Ich glaube hier Scheck, Bock. Ja, so wollen wir haben. So, da sind wir. Links wollen wir bauen. Und garantiert haben wir keine Ruhe hier. So. Gehen wir mal rein. Braten wir das Fleisch oder legen wir das Fleisch mal weg. Und dann geht's bei Beton, die Eisenteile. Schaufel haben wir auch bei. Leer machen immer schön. Hier wollen wir eigentlich nicht mehr her. Machen wir gleich weg. Warum wollen wir das Zombie so leicht machen, ne? Dann ist das auch erledigt, das Problem. Anführungszeichen, Problem. Weil hier klopfen sie mal an. Oh, die Tür kaputt gemacht. Dann brauchen sie länger zum Haus und kann ein bisschen gemütlicher, entspannt
in Position gehen zum Erschießen. So, als erstes mal unsere Kühler einschmelzen. Dann sofort die Hülsen herstellen. Das dauert auch eine Weile. Das geht dann nicht. LED. Was? Stone. Ah, Zement herstellen. Fertig. So. Dann geht es hier weiter. Iron, Brass. Das rein. So. Das macht 110 und dann drüben sind glaube ich 3. Verkehrter Schalter. Dann schmelzen wir noch ein. Mal gucken. Eisen. Und hier war 3 Schuss. Nehmen wir raus. Und hier nehmen wir auch Zement raus. 1000. Das nehmen wir auch raus. Das brauchen wir dann entsprechend für unsere Fallen. So. Da müssen wir gucken. Wenn wir 66 herstellen. Denn nachts kommen die immer zu Besuch. Also weiß ich warum. Hab doch nichts da, was die haben könnten. So. So, Magnum, Cocktail, Knochenklinge, Mensch, ich brauche Munition. Hier, das ist so perfekt, ne? Also, ja, Bock, ein Buch muss ich haben. So, gut, da oben mal gucken. Was brauchen wir da? Schießpulver. 83. Geschossspitze, das können wir zurücklegen. Geschossspitzen sind in Längsrolle. So. Eisen. Dann holen wir uns gleich die nochmal 1000 Schießpulver. Open. Gut. Dann brauchen wir noch unsere Spitzen. Gut, das lohnt sich wenigstens, ne? Also unser Eisen. So, mischen, Beton. Super, haben wir Zement. Müssen wir erstmal Patronen herstellen. Als erstes Patronen. Und zwar Maschinengewehr. Fertig. So, das läuft schon mal. Dann können wir das wieder zurücklegen. Geschossspitzen. Das nicht daneben, aber wer ist Schießpulver? Also das sind 1000 Stück. Mal 3. 3000. So. Diese Parts, wie sie heißen hier. Elektrik. Das andere ist mechanisch. Zement. Knochen. So, Zement. So, ich muss noch dringend. Können wir schon da oben. Auch noch mehr Zement da? Dann können wir mischen. Nee, da haben wir kein Zement. Nehmen wir mal einen Honig. Jetzt geht das nur noch in das Zeug hier. Ah, gut. Wird sich hoffentlich verbessern. So. Nehmen wir die Nahrungsmittel raus. Ne? Das wollte ich eh schon tun. Die Einschau wollte ich behalten. Das Fett kann auch raus. Dann die Knochen wollte ich hier nicht reinbringen. Samen. Sagt mir jetzt nicht, wo es für, aber keine Ahnung, wenn wir es finden.
Dann denke ich mal was anpflanzen. So. Eier habe ich keine bei. Gut, Stofffetzen auch nicht. Ach, Fett haben wir auch hier. Also. Mischen mal 1000, ne? Oh, 2,6. Oh, das ist gut. Ach, oh, stopp. Das ist ja Bruchsand. Gut, 1000. Wo sind eigentlich meine Ziegel hin? Da oben. Beton haben wir schon mal ganz gut. Da ist man ganz gut. Wenn wir einen Vorrat haben, da können wir einen Schlafrad fertig machen. Ne? Gehen wir rüber, 100 Zement holen. Müsste hier sein. Einmal das. Eine Munition. Flüssen. Restzement. Mehr ist eine Arbeit, gut. Was kann ich hier noch weglegen? Leder zum Beispiel. Ja, sortieren, das ist mal ein bisschen mühsam, ne? Also geht leider nicht anders. Das wollte ich ihm anlegen, ne? Anziehen beziehungsweise so, dann haben wir noch eine Hose und zwar das ist, muss da sein. Das klingt gut, ne? Schon mal ganz gut. So, das Antibiotika, das ist schneller heiler, ne? Ja. So. Muss ich kurz überlegen. Wo könnte ich noch Mod anwenden? Brille? Nee. Halstuch? Ledermantel? Modi? Zeigt er mir jetzt nichts an, ne? Gut, das ist auch einmal nebensächlich für mich gemacht. Mod ist. Wir werden mal den Büscher Knochen wieder rausnehmen. Haben wir auch Knochen? Ja. Können wir Kleber herstellen bei Gelegenheit. Ach, wo sind die Knochen jetzt hin? Habe ich es rausgenommen? Da oben sind sie. Gut. Eisenmaschine mal hier rein. Das behalten wir, da nehmen wir unten rein. Medikamente kommen woanders rein. Wir werden gleich Wasser kochen. Für 9:15, Wahnsinn. Gut, wenn wir nicht raus können, machen wir innen drin weiter. Ich jedenfalls. Ja, so. Dann haben wir mal Zement da, ne? So, hier, nächste Aufgabe. Gut, und nicht da. Oben ist was. Schießpulver. Geschossspitzen, so. Dann können wir hier schon mal herstellen. Wir müssen die Gerüste zahlen für später. So, das wäre das. Jetzt geht die anderen Dinger bei. So. Und zwar brennt es fast nicht. Fackel, Farmbrot. Die Dinger. Fertig. Also das ungefähr, also ungefähr, genau 13 Stück. Da kann nämlich eine ganze Weile arbeiten. Das braucht ungefähr, ach, genau, ja, über eine Stunde. Aber muss sein, ne? Brauchen wir die auch nachher. So. Jetzt schauen wir hier. Messbecher. Medizin kommt unten rein. Haben wir da, ne? So, Pulver nicht. Antibiotika. Tabletten nehmen wir da wieder rein. Das kommt dann nebenan rein. Dann werden wir gleich mal kochen, das Wasser. Was wir alles machen müssen.
Kochen wir gleich, ne? Ich werde mal Dings machen. Eieromelett. So, wo haben wir es? Eier, zwei Eier brauchen wir dafür und ein bisschen Fleisch. So. Wenn schon mal anders, ne? Das ist nicht besonders gut. Beziehungsweise sehr, sehr nahrhaft. So. Kann die Emulsion zurück. Vor allem. Wir haben keine Bronze, das ärgert mich am meisten. Nehmen wir Mod raus. Würze auch. Stoff. Bisschen Garn. Sand. Das geht da nicht mehr rauf. Das brauchen wir. Brauchen wir auch. Rohre. Wir haben halt nicht Mod. Na gut. Hätten wir längst haben können, ne? So, der guckt nämlich auch mal rein. Gut. Wir haben eine Schaufel, wir haben unseren Erdbohrer da. Gut, da können wir draußen mal gucken, ob wir noch ein bisschen machen können. Für noch Minuten. Ein bisschen basteln, ein bisschen tun. Machen. Unser Omelett wird erstmal gebraten und wir können es ja stärken. So. Denn hier soll alles verstärkt werden und zwar mit Beton. Das heißt, hier die Reihen müssen freigelegt werden. Das heißt, wir müssen aber auch erstmal die guten Stücke hier entfernen. Bis hier ran will ich gehen erstmal. Es geht nicht anders. Und hier soll ein Graben hin. Das ist ganz wichtig. Weil die Zombies sollen erstmal aufgehalten werden mit dem Graben, dass sie gar nicht erst ins Haus kommen. Die Fallen überrennen sie mir nämlich ganz schnell. Deswegen mache ich gerade ein paar neue. Nicht für hier, aber eigentlich vorm Graben normalerweise. Wie hört die Schreierin? Oder wie ein Gespenster? Wäre nichts Neues, wenn mir bei der Arbeit stört hier. So, brauche Schaufel. Messer können wir rausnehmen. Kann man nicht gebrauchen. So. Acht und ein bisschen wegschaufeln. Die Decke muss verstärkt werden, also da muss mindestens eine Reihe Beton hin. Weil die sind nämlich sowas von C, die Zombies, die buddeln sich durch. Also ein Betonfeld ist nichts, ne? Also hier muss zwar sowieso was gemacht werden mit Eisendinger wieder, mit Fallen. Ups, sieht offen. Hör mal was, das ist nicht gut. So. Er muss weg. Sonst zerstört nämlich. Gestern nämlich nicht hingebaut irgendwas. Wenn noch ein Stück Leben ist, noch ist. Das wird noch der Clou hier, den Graben zu bauen, aber zwar als Beton.
Das heißt, hier im dritten Feld muss runtergehen im Keller rein. Das heißt auf gut Deutsch, ich muss gleich los und mir was holen. Und zwar diese Eisengitter und ja, wenn man gleich hier Beton machen kann, 1, 2, 3. Hier wieder was hier. Na gut, das ist nicht so wichtig. Oder? Hat mich gestört. So. Muss ich hier noch eine freie Dings bauen, eine Treppe. So, über ein Wald. Hier. Was wollte ich einschmelzen? Wir haben noch Dings da. Eisen haben wir nichts hier. Hier haben wir Iron, also Eisen. Dann brauchen wir Holz. Holz. Ah. Nehmen wir das mal. Oder nee, das ist nicht gut. Das brauche ich immer wieder mal zum... ja, 7 Stück immerhin, ne? Ich habe noch mehr. Weil... lehmige Erde habe ich auch bei mir. Ups, und Eisen auch. Und da können wir gleich halt Werkzeuge. Amboss geht noch nicht. Ich brauche diese Eisendinger. Und zwar diese hier. Ja, machen wir 1000 Stück fertig. Ne? So, mal gucken. Ein paar habe ich ja fertig gehabt. Also. Aber wo genau habe ich die jetzt? Die können wir dazu nehmen. Brauchen wir nicht suchen. So. Den nehmen wir mit. Aus Sicherheit. Stellen wir da mal ins Fenster. Also nebenan eine Bastelkiste wahrscheinlich. Das war auch schon Missbrauch für andere Sachen, aber da haben wir doch. Dann nehmen wir gleich ein bisschen Beton mit. Ne, der Beton ist da. Tausende Hammer ist dabei. Nehmen wir die Axt hoch und dann Munition für unser Teil. Falls wir ein bisschen brauchen, haben wir da. So, jetzt geht gleich wieder runter, bevor das so dunkel wird. So wird es mit Uhrzeit. Wir machen das bis kurz vor 10. Und nach 10 muss ich mal sehen, was wir machen. Dann ist eh die Zeit abgelaufen, ne? Machen wir so. Damit ich euch zeigen kann, was ich meine. So, das heißt, unser kleines Gerät legen wir jetzt mal da rein. 5. Das ist doof. Ja, dann müssen wir sehen, dass wir da mal da vielleicht. Das wäre schön gewesen, ne? Gut, wenn ich jetzt hier mal stehe, könnt ihr mal sehen, dass wir da zumindest so. Was meine ich jetzt genau? So, das werden wir jetzt hier reinnehmen. Und zwar geht es darum, 3 Felder sollen zum Graben hin sein, also 3. Und das andere soll nach unten im Keller gehen. Können wir gleich mal hier das reparieren? Da haben wir es auf 7. Jetzt kommen wir noch nicht mehr rein. Aber wir kommen wieder raus, kein Thema. Also 5. Weil die Brüder sind ja so zäh, die Zombies, die... Also ich weiß echt nicht, wie sie das machen. Beton gehen die durch. Ohne... Wimpern zu zucken, da kommen wir jetzt nicht runter. Da ist mir zu gefährlich.
So, haben wir hier 2, ich habe gesagt 3. Also 3, 1, 2, 3. Das passt. Was das so viel hat, müssen wir mal wegschlagen, ne? Und hier sollte der Rahmen kommen. Ein tiefer. So, das noch ein bisschen. Wie viel Lehm da rauskommt? 12 Stück. Gut, das machen wir mal zu. So, der Kram soll im Prinzip hier, muss ich aber jetzt innen drin, das jetzt ist gerade frisch und man kann sie auch zählen. Also normalerweise wollte ich jetzt komplett und der Kram soll hier beginnen. Also mindestens zwei Felder und der dritte Teil geht dann wieder nach oben. So, theoretisch, ne? Das machen wir erst weg, wenn wir entsprechend so weit sind. Und so machen wir uns ja nicht ganz nackig, ne? Haben wir Leben verarbeitet. Gut, gehen wir wieder rein und gehen mal in den Keller. Im Keller wollte ich mal gucken. Zwar, oh, dann muss das hier alles weg, aber das soll kein Problem sein, ne? Also drei Felder, 1, 2, 3 und 3 müsste runtergehen, würde passen. Das heißt, da picken wir mal hier weg. Das ist Holz und Stein. Man könnte es aufwerten, aber Beton mit 2,5 genügt mir nicht. So. Habe ich eine Axt bei mir? Ich glaube schon, ne? Aber nicht im Gepäck. Nehmen wir die Schaufel. So. Das heißt auch gut Deutsch, wir müssen hier zählen. Das könnte man hier theoretisch wegnehmen. Das kann man nicht, das muss ja nicht bleiben. Also 1, 2, 3, also die 5. Das sollte hier ungefähr hinkommen. Dann noch ein Sack. ein Sack, ein Fallschirm. Also hier 1, 2, 3. Das machen wir gleich so fertig. Und provisorisch immer hier offen lassen. Die Steine können wir hier lassen. Und der Kram wird ja hier bei da Stein sicherlich nicht. Da machen wir auch zu. 2. Also hier bleibt ja Innenraum. Müssen wir sicherlich unten ein paar Pfeiler hinbauen, dass wir einen Halt reinkriegen. So, das ist jetzt der erste Graben, die Grabenwand. Also im Prinzip 1, 2, 3. Hier beginnt der Graben. Hier müssten wir jetzt ausschaufeln. Oder das Eisen. Es ist nachts. Also im Prinzip, jetzt ist es nachts. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich sage mal Tschüss und winke. Ich buddel hier ein bisschen weiter. Denk mal, das ist nicht so interessant. Dann mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann zur nächsten Folge, wenn es wieder Tag wird, ne? Tschüss.